wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinen Kanal. Heute freue ich mich ganz besonders, weil ich habe ein neues Objektiv mir zugelegt und damit wollen wir heute ein bisschen fotografieren. Heißt, wir gehen oft tief runter und um was es da geht, um welches Objektiv, das zeige ich euch gleich. Also, bleibt dran, wird bestimmt spannend. Thank you.
So, meine lieben Liebenden, ja. Objektiv habt ihr ja mittlerweile schon bestimmt jetzt mitgekriegt in dem Video. Es ist ein Samyang 135 mm durchgängige Lichtstärke F2. Ist ein vollkommen manuelles Objektiv, also wir haben hier keinen automatischen F und wir haben hier auch keinen Bildstabilisator drin. Wir haben hier hinten einen Blendenring, ja, den kann ich hier einstellen auf F2 bis F22, und wenn ich auf F22 gehe, dann unterstützt die Nikon das elektronisch so, dass ich im Blenden, also dass ich die Blende an der Kamera in den Walrad steuern kann. Das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Dann haben wir hier einen Schärfering. Der Schärfering, der geht wirklich sehr, sehr smart. Ja, er ist nicht zu leicht und nicht zu fest. Also er verstellt sich auch nicht, wenn ich hier leicht mit drankomme. Und das gefällt mir auch wahnsinnig gut. So, das Objektiv ist relativ schwer. Also wir haben hier 811, 819 Gramm. Also es wiegt einiges, man merkt das auch, selbst bei einer kleinen Kamera merkt man das Gewicht. Es hat 11 Linsen und hat einen Filterdurchmesser von 77. Ja, und da ich viele Objektive mit 77er Filterdurchmesser habe, kriege ich natürlich auch meine Filter hier vorne alle drauf. Ja, es trägt auch nicht groß auf, ihr seht das gerade, ne? Das ist jetzt hier mit, das ist rein Objektiv, und wenn ich hier die wir drauf mache, na, dann haben wir ungefähr nicht ganz 20 cm. Es hat ein unglaubliches Bokeh, und das ist das, was mir im Endeffekt wirklich wahnsinnig gefallen hat, warum ich das auch mitgenommen, warum ich das mir geholt habe. Die Entscheidung stand hier lange zwischen einer langen Brennweite 150-200 mm an oder 100-500 mm aufgrund von Wildlife-Fotografie. Ja, da habe ich schon mal ein Video gemacht, das blende ich euch jetzt mal hier oben ein. Aber da muss ich fairerweise sagen, ich mache das persönlich vielleicht alle 4 Monate, wenn das hochkommt, und das ist schon sehr, sehr viel. Und ich bin eigentlich Natur- und Landschaftsfotograf, was heißt Fotograf, Hobbyfotograf, das mache ich am allerliebsten, ja, und deswegen diese Entscheidung zu den Samyang F2.0. Es ist eine Vollformatlinse, passt auf APS-C und MFT auch drauf. Ohne Einschränkung. Und da muss man halt wissen, 135 mm F2 im Kleinbildformat gerechnet entspricht etwa 202 mm, ja, also sagen wir mal 200 mm F2. Und für eine 200 mm F2 Vollformatlinse in meiner Festbrennweite, da legt ihr mehrere tausend Euro auf den Tisch. Das ist hier natürlich nicht der Fall. Ja? Also ihr legt hier noch nicht mal 600 Euro auf den Tisch, und für den Preis ist es absolut akzeptabel. Und es macht unglaublich viel Spaß. Das hat ein unglaubliches Bokeh, ja, muss ich sagen. Und das ist das, was mir wahnsinnig gefallen hat. Ich blende euch jetzt mal zwei, drei Bilder ein, die ich gestern gemacht habe. Ja, also hier seht ihr jetzt ein Bild, also die ersten zwei Bilder jetzt hier mit einer Hummel. Das habe ich aus der Hand fotografiert. Muss ich dazu sagen, bis 1/25 so in etwa an der Belichtungszeit traue ich mir das zu, auch ohne Bildstabilisator, aber man muss das wirklich wahnsinnig ruhig halten. Man sieht hier ein unglaubliches Bokeh und eine unglaubliche Schärfe, die da entstanden ist, was mir wahnsinnig gefällt. Und das andere Bild, das ist ein Porträtbild von meinem jüngsten Sohnemann. Auch hier ist das Objektiv sehr gut einzusetzen für Porträtfotografie. Hier muss ich sagen, hier habe ich ein Stativ verwendet, ja, um auf Nummer sicher zu gehen, dass da nichts verwackelt und dass da wirklich die Schärfe dargegeben ist, wo sie hin soll. Ja, also man sieht, man kann auch mit einem manuellen Objektiv wunderbare Bilder erreichen oder erzeugen. Und Samyang, muss ich sagen, dieses Objektiv 135 mm F2 hat mich wahnsinnig überzeugt. Und es macht unglaublich viel Spaß, mit dem Objektiv zu fotografieren. Ja. Wir haben ja nicht Plaste, sondern ich glaube, das ist, ja, ich schätze mal Aluminium. Ja, also das ist, schätze ich mal, Aluminium wird das wohl sein. Wenn mich alles täuscht, ist es Spritzwasser geschützt. Also da müsste ich aber nochmal nachgucken. Ja, ansonsten, ihr habt das jetzt gesehen von den Bildern her, was das Objektiv kann. Und das ist es allemal wert.
Dazu kommt, dass Rollei zum gleichen Zeitpunkt Sommerschlussverkauf hatte und viele Sachen sind 50-60% gesenkt worden. Ich habe mir ein Reisestativ noch zugelegt. Ja, dieses Reisestativ von Rollei hat keine Mittelsäule und das ist der Vorteil, dass ich dann relativ bodennah arbeiten kann. Ja, ich kann das also hier rausziehen, ja, und kann also das in so einen Winkel platzieren, so dass ich wirklich, wirklich auf den Boden komme. Und das finde ich natürlich auch sehr spannend. Und da kriegt man wirklich das ein oder andere Bild besser hin als mit einem Stativ mit einer Mittelsäule, was es das KNF-Stativ natürlich betrifft, wo ich immer eine Mittelsäule drin habe. Oder ich müsste es umbauen, was ich hier nicht brauche. Also hier bin ich bedeutend schneller. So, und diese Kombination, da kann man fantastische Bilder machen und das ist das, was mir natürlich wahnsinnig gefällt. So, ich hoffe, das hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich habe mir heute hier eine Wiese ausgesucht, um ein paar Bilderchen hier zu machen. Das ist eigentlich direkt vor meiner Haustür und sonntags hole ich dann immer Brötchen für meine Familie, fahre ich noch kurz in die Stadt rein und vorher mache ich dann meistens Fotoworks oder ein bisschen Landschaftsfotografie. Heute ist es leider ein bisschen bewölkt. Ja. Also ich habe eigentlich gehofft, wir haben einen schönen Sonnenaufgang, aber das war leider nicht der Fall. Deswegen spielt es auch keine Rolle, ob wir das um 6 oder um 7 machen. Ja. Also ich war heute schon um 6:30, war schon hier draußen am Sonntagmorgen und die Vögelchen zwitschern noch schön, unglaublich schön wieder. So, das soll es von mir erstmal gewesen sein. Ich blende euch jetzt alle Bilder nochmal im Nachhinein ein, die ich gemacht habe. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ich verabschiede mich. Ich wünsche euch alles, alles Liebe, alles, alles Gute. Kommt gut ins Wochenende oder habt eine schöne Woche, je nachdem, wann ihr das Video seht. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ich sage ciao, euer Pierre. Bye, bye.